Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Samira und ich werden heute ein herzhaftes türkisches Gericht zaubern. Und zwar gibt es Nudelschnecken aus dem Backofen. Und ich hatte ja schon mal Nudelschnecken gemacht, aber diese hier sind ganz anders. Vor allen Dingen ist die Technik, wie man die später aufwickelt, ganz anders und die sehen wirklich wunderschön aus. Dafür werde ich jetzt erstmal einen Nudelteig zubereiten. Da ist der Nudelteig ein bisschen anders und nicht so typisch, sage ich mal, denn es werden einfach weniger Eier verwendet auf die jeweilige Mehlmenge. Für den Nudelteig brauche ich 800 Gramm Mehl, 2 Eier und 400 bis 450 Milliliter Wasser. Zuerst einmal werden wir jetzt das Mehl in eine Rührschüssel geben. Ihr könnt den Teig natürlich auch gerne per Hand verkneten. Staub! Ja, aber das ist ein sehr fester Teig. Jetzt noch die Eier mit dazu. Jetzt kommt noch das Wasser mit dazu. Da kommt jetzt aber nicht alles rein, denn je nachdem, wie groß die Eier waren, braucht ihr jetzt etwas mehr oder etwas weniger. Jetzt kneten wir einen schönen, festen, aber trotzdem geschmeidigen Nudelteig. Der Teig ist jetzt fertig und muss jetzt noch ein bisschen ruhen. Die Zwischenzeit kann ich aber nutzen, um die Füllung vorzubereiten. Jetzt mache ich ein bisschen. Okay, und dann einfach da rein, okay? Eine Kugel mache ich jetzt. Mhm. Und, und jetzt rein. Voll und voll und ab und ups. Okay. Dein Gebacken. Ich werde jetzt die Nudelschnecken mit einer Hackfleischfüllung befüllen, aber ihr könnt sie zum Beispiel auch vegetarisch mit einer Kartoffelfüllung füllen. Das ist nämlich auch sehr lecker. Für die Hackfleischfüllung brauche ich 800 Gramm Hackfleisch. Ich habe jetzt hier ein Rinderhackfleisch, 2 Zwiebeln, eine Knoblauchzehe und dann noch ein paar Gewürze, 1 Teelöffel Curry, 1 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Chili und etwas Pfeffer. Ich werde jetzt zuerst einmal die Zwiebeln und die Knoblauchzehe ganz fein würfeln. Jetzt werden die Zutaten alle miteinander vermischt, also Hackfleisch mit Zwiebeln und Knoblauch. Aua, meine Augen wieder. Die Zwiebeln, die brennen halt. Und dann auch die Gewürze. Und kannst du noch ein bisschen Pfeffer reinmachen? Und ich vermische das jetzt schon mal gut. Mama, kann die Soße. Ja, genau. Am besten verknetet ihr die Zutaten ganz kurz mit den Händen, dann vermischen sie sich nämlich besser. Guck mal, die passen ja auch. Ja. Sieht aus wie so eine Ärztin. Der Teig durfte jetzt ruhen und jetzt kann ich ihn portionieren. Ich werde ihn jetzt nämlich ausrollen. Das könnt ihr jetzt entweder mit einem Ausrollstab machen oder mit so einem türkischen Oklava. Das ist so ein ganz langer, dünner Ausrollstab. Oder ihr macht es mit der Nudelmaschine. So werde ich das jetzt machen. So, jetzt teile ich den erstmal in 8 Portionen ein. Eins. Nee, komm, wir machen nur 4 Portionen und können es dann direkt ausrollen. Jetzt forme ich eine Kugel. Nee, brauchen wir nicht. Du hast doch gesagt, ich brauche eine. Achso, ja, komm, mach du das. Zum Ausrollen bemehle ich den Teig jetzt ein bisschen und dann rolle ich so ganz lange Platten aus. Mama, ich brauche auch Mehl. Ja, nimm dir auch Mehl.
Die Teigplatten halbiere ich jetzt. Die sind nämlich sehr lang. Und dann wird jede Teigplatte nochmal gedrittelt. Und zwar längs. Um da jetzt Zeit zu sparen, könnt ihr euch jetzt alle schon mal vorbereiten. Ich mache das normalerweise hier immer auf meiner Holzarbeitsplatte. Da kann ich alles schön nebeneinander legen. Aber da kann ich jetzt nicht filmen. Deswegen mache ich das kurz hier. Und jetzt kommen immer so kleine Fleischstückchen hier mit drauf. Und jetzt werden die Teigstücke immer hier zusammengedrückt, sodass man in der Mitte dann noch dieses Hackfleischstück sieht. Und jetzt werden die Nudelteile einfach noch in sich zusammengerollt und dadurch entsteht eben eine richtig schöne Optik. Und so lege ich die jetzt in eine große Auflaufform rein. Ihr könnt aber zum Beispiel auch ein Backblech benutzen. Da müsst ihr nur darauf achten, dass es ein tiefes Backblech ist, denn da kommt gleich noch eine Soße mit rein. Die Nudelschnecken habe ich jetzt hier einmal in einem großen Blech und einmal in einer kleinen Auflaufform. Und die werden jetzt zuerst einmal vorgebacken im Ofen bei 210 Grad für ungefähr 15 Minuten. Und die Zwischenzeit nutze ich, um die Tomatensoße herzustellen. Für die Tomatensoße brauche ich 400 Gramm Tomaten. Den Strunk habe ich hier bereits entfernt. Eine rote Paprika, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 3 Esslöffel Tomatenmark, etwas Zucker, eine Prise Pfeffer und hier habe ich noch 1 Liter Gemüsebrühe und die muss jetzt richtig gut gesalzen sein, denn der Nudelteig ist ja nicht gesalzen und dann zieht er sich das Salz einfach aus der Gemüsebrühe raus. Und die Soße geht jetzt wirklich ganz schnell, ihr braucht nur einen Mixer dafür und da kommen die ganzen Zutaten rein. Oder auch daneben. Ups. Ich bin zu schnell. Hast nicht gefilmt, gell? So. So passiert das ab und zu. Noch 3 Esslöffel Tomatenmark. Und Pfeffer. Das wird jetzt alles gut durchgemixt.
Und die Soße kommt jetzt direkt auf die Nudelschnecken, die jetzt schon seit 15 Minuten im Ofen sind. Und jetzt gucke ich nur, dass die schön damit bedeckt sind. Dann werden sie nämlich wieder weich und dann müssen sie für etwa 25 Minuten nochmal weich gegart werden. Die Nudelschnecken sind jetzt gebacken und die sehen auch wirklich super hübsch aus. Hat auch so ein bisschen was von Lasagne. Und jetzt mache ich dann noch eine Joghurtsoße mit dazu. Für die Joghurtsoße brauche ich 600 Gramm Joghurt, der hat 10% Fettanteil, eine Knoblauchzehe, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel getrocknete Minze, Pfeffer und dann brauche ich noch eine Buttersoße und dafür habe ich jetzt hier 40 Gramm Butter und Paprikapulver. Und ich habe jetzt Paprikapulver edelsüß, weil die Samira später noch mit isst. Jetzt kann ich zuerst einmal die Butter auf einen Herd geben mit dem Topf und sie ganz heiß werden lassen. Und in der Zwischenzeit werde ich schon mal Joghurt mit den restlichen Zutaten verrühren. Die Knoblauchzehe wird jetzt dazu gerieben. Und jetzt kann ich alles mit einem Schneebesen glatt rühren. Sobald die Butter ganz geschmolzen ist, kommt jetzt auch das Paprikapulver mit rein. Das ist das typisch Türkische. Das ist, wenn, total. Wenn und das riecht so richtig lecker. Man macht es auch mit Mante drüber. Mante. Das ja, sind, das ist ja auch Mante. Das ist so was Ähnliches. Ach so. Das ist eine Abwandlung von Mante. Genau. In Russland kennt man es übrigens auch. Das heißt da auch Mante. Ja. Und sobald es jetzt hier so ein bisschen aufschäumt, und man riecht es auch richtig, ja. Riecht sehr toll, könnt ihr den Herd ausschalten. Jetzt sind wir fertig. Die Joghurtsoße solltet ihr auf jeden Fall noch mal abschmecken. Bei mir fehlt jetzt ein bisschen Salz. Und Knoblauch hast du auch drin im Kern, oder? Natürlich. Natürlich. Da freuen sich alle meine Arbeitskollegen. Natürlich. Und zwar die ganze Woche. Ja. Und jetzt kannst du mir eigentlich schon deinen Teller geben, denn ich bin fertig. Voilà. Also ihr seht, es ist auch ein einfaches Rezept, finde ich. Und ihr könnt es zum Beispiel gut vorbereiten. Ihr könnt diese Schnecken ja schon formen, in ein Blech setzen und im Kühlschrank lagern. Und dann kurz bevor eure Gäste zum Beispiel kommen, einfach noch in den Backofen schieben. Kann man die auch einfrieren? Also man kann die super einfrieren. Der Murat lacht, wir filmen das gerade zum fünften Mal, weil es jedes Mal geklingelt hat. Ja, jetzt fünfmal die Frage gestellt, kann man die auch einfrieren? Ja, mittlerweile weißt du, oder? Ja, mittlerweile brauchst du es auch nicht mehr sagen. Weiß auch nicht, warum sie heute. Und jetzt meldet sich die Ella und schreit. Wir sind wie im Zoo. Naja, einer schreit, einer klingelt. Also, um die Frage zu beantworten. Ja, man kann die rohen Teigstücke auch einfrieren. Dafür legt ihr sie einfach auf ein Backpapier und zum Beispiel auf einen Tortenretter könnt ihr einfrieren. Und sobald die Teile gefroren sind, könnt ihr sie schön einpacken und aufbewahren. So, jetzt sage ich es aber nicht noch einmal. So. Sondern ich serviere jetzt direkt. Ich hätte noch eine Frage, Sally. Was für eine? Kann man die auch einfrieren? Ich komme mir vor wie SpongeBob, Schwammkopf. Du bist aber Patrick. Patrick Star. So, also hier eine Teigschnecke. Natürlich gibt es Proportionen mehrere, also 2 bis 3 würde ich schon sagen. So, dann kommt da die Joghurtsoße drüber. Wenn ihr übrigens mehr Tomatensauce möchtet, müsst ihr einfach noch mal ein bisschen nachgießen, also noch ein bisschen mehr machen. Ich finde es allerdings so schon gut, weil ich finde, bei mir ist der Joghurt die Soße. Nennt man das nicht auch türkisch saucierte Mante? Ja, so ähnlich. Also ich habe ja auch so ein Rezept schon mal gemacht. Das ist jetzt ein bisschen anders, denn ich habe hier keine reine Tomatensauce, sondern eine Tomaten-Paprikasauce. So, das noch drüber. So, jetzt darf ich probieren. Ich weiß eigentlich schon, dass es genial schmeckt. Ich finde, es sieht halt genial aus, also es sieht wirklich super aus. Ich darf nicht so oft genial sagen, aber wenn es wirklich ja, ist, ist genial. Die Zuschauer zählen schon, bei mir ja, einfach, weiß, bei achtmal, dir genial. Achtmal haben sie nicht mal genial gezählt, jetzt sind wir schon bei 5. Bei mir ist es einfach und lecker. Ja. Und, zeig's doch mal in die Kamera. Oh, nein. Kannst du mir die Bewegung dauern?
gerade sein Mikrofon verloren. Samira, hör auf, seine Barbie jetzt auszupacken, bitte. Hallo, wir drehen gerade. Also wenn man jetzt reinguckt, ich meine, das ist fest, ich habe es nicht ausgesehen, aber hier das Hackfleisch drin, die tolle Soße, die ist so leicht kalt, dann diese Paprikacreme, also schmeckt wirklich toll. Ja, also ich finde das Geniale an dem Rezept, jetzt sage ich auch schon genial, du hast mich echt angesteckt. Ich mag das halt, wenn die Teigschnecken ganz heiß sind und dann eben diese kalte Joghurtsoße dazu kommt, das finde ich richtig super. Oh, ich habe gerade geschmatzt, tut mir leid. Unglaublich. Falls ihr jetzt auch durch Murats Schmatzen Appetit auf dieses Rezept bekommen habt, dann geht auf sallys-blog.de. Kannst du aufhören zu schneiden? Weißt du, das Geräusch, das ist nicht so schön. Ah, Entschuldigung. Und kannst vielleicht einfach aufhören zu essen? Ja, okay. Tut mir leid. Warte doch einfach auf mich, wir essen noch gleich zusammen. Wieso hast du mal gegeben? Also auf sallys-blog.de, du sollst doch nur probieren. Ach so. Murat. Weißt du, in Fernsehsendungen, da essen die auch nicht alles auf. Die probieren nur einen Löffel und dann geht's weiter. Ich bin auch kein Starkoch. Ich bin Bauarbeiter, ich will das nicht essen. Also, das Rezept steht auf sallys-blog.de. Hör auf jetzt! Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und beim Nachmachen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss! Warte, einen habe ich noch. Das schmeckt echt genial. Also wirklich genial. Komm, jetzt ess weiter. Genial. Hier ist es. War 9 Mal diesmal.